Der steirische Rheinischkogel bei Steins ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel. Unter dem Motto Tier mal vier und Wirt mal vier haben sich vier Gastbetriebe mit landwirtschaftlichem Hintergrund zusammengetan und die Besucher können bei allen vier Gasthöfen die jeweilige Tierhaltung miterleben. Landwirtschaft um St. Stephan ob Steins in der Steiermark. Die Dörfer mit den gepflegten alten Bauernhäusern bezaubern immer wieder. Es entspricht wohl der Lebensart der Bewohner, behutsam mit dem Überkommenen, aber auch mit Natur und Tier umzugehen. Willi Rauch gehört zu den vier Wirten mit dem Motto Tier mal vier und Wirt mal vier. In Mahof bei Steins betreibt er eine Forellenzucht in Teichen mit dem Wasser des nahegelegenen Gebirgsbachs. Ja, vor über 50 Jahren haben sich meine Eltern entschlossen, hier in der Nähe von Steins eben Forellenteiche anzulegen. Damals als Direktvermarktung. Vom Gasthof war noch keine Rede und im Laufe der Jahre hat sich das dann rundherum immer mehr entwickelt. Im Räucherschrank, nur ein paar Schritte entfernt, erhält der Fisch seinen besonderen Duft und Geschmack. Dann aufgetischt. Im Schatten der alten Bäume des Gastgartens wird die Spezialität des Hauses zum besonderen Genuss. Vorbei an steilen Weinhängen führt der Weg zum Jagerwirt in Sommereben. Hier leben die mit Abstand glücklichsten Schweine der Gegend. Sommer wie Winter bleiben sie hier im Freien, können je nach Lust wühlen und sich suhlen und vermehren. Werner Goach war damit ein Pionier der Bioschweinehaltung. Zu mir kommen zum Beispiel Vegetarier, die essen nur bei uns ein Schweinefleisch, die essen sonst kein Fleisch. Und ich sage, da essen wir Fleisch, weil das kann sehen, wie gut es einer geht. Und für mich ist wichtig auch die humane Schlachtung, die Lagerung und alles andere, finde ich, ist halt eine Vergewaltigung des Nahrungsmittels. Beim Gasthof selbst, außen wie innen, Behaglichkeit, die zum Bleiben einlädt. Ganz zu schweigen von den Köstlichkeiten, die heute vom Wirt selbst zubereitet werden. In den Weingärten gedeiht hier auch der Schilcher, eine spezielle Rebsorte dieser Gegend. Ein paar Wegbiegungen weiter, die Bio-Alm Sommereben, wo Toni Wassermann gerade das Rotwild mit Leckerlis vor die Kamera gelockt hat. Der Hirsch lässt sich noch etwas bitten, dann aber ist sein Auftritt sehr beeindruckend. Wer wagt da an Hirschgulasch zu denken? Das Wichtigste ist auch die Entnahme der Tiere selber. Es ist eine stressfreie Entnahme. Es gibt keine Transportwege, es gibt kein Einfangen der Tiere. Die Tiere werden auf der Weide erlegt und so dann in den Verarbeitungsraum gebracht. Der Rotwildbestand, der es sich draußen auf 10 Hektar Almfläche gut gehen lässt, wird ausschließlich in dieser Küche verarbeitet und den Gästen angeboten. Kürzer kann ein Produktionsweg nicht sein. Auf den Höhen des Rheinischkogels kann man die Hochlandrinder von Stefan Klug bestaunen. Er führt den höchstgelegenen Gastbetrieb der 4x Tier, 4x Wirtgemeinschaft. Mit den Hochlandrindern hat er eine gute Wahl für die Nutzung des zur ehemaligen Landwirtschaft gehörenden Geländes getroffen. Meine Hochlandrinder brauchen ungefähr doppelt so lange wie ein normales Rindvieh. Die brauchen 4 Jahre, bis sie soweit sind und wir sie verwerten können, haben dadurch aber natürlich auch eine ganz super Fleischqualität. Und vom Umgang her sind sie eigentlich sehr sanftmütig und ruhig und genügsam. Mit der Tierhaltung spannt sich der Bogen von der Landwirtschaft zum heutigen Gastbetrieb. Auf der Speisekarte der Gaststätte hat das Hochlandrind eindeutig Vorrang. Dabei ist das Sulzerl vom Hochlandrind eine der Spezialitäten des Hauses. Nicht Konkurrenz, sondern Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Das ist die Idee der vier Wirtsleute mit den vier Tierarten, die sich ab und zu gern zu einem Glas Wein zusammensetzen. Es ist eine Gegend besonderer Art.